recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter aka Uli. Ja, Nummer 35. Toller Anfang. Ja, heute geht es mal um Folgendes. Ist ja gerade mal eine Woche vergangen, seit dem Video Nummer 34. Und ja, so viel kann da ja nicht passiert sein in einer Woche. Ich meine, man sitzt ja nur nicht jeden Tag da am Bastel, aber sofern es geht, mache ich das natürlich immer ganz gerne. Entspannt so nach dem Feierabend. Aber unabhängig davon habe ich eine neue Idee gehabt. Und zwar, wer sich erinnert an die Ansteuerungen der weichen Federdrähte, die ganz oben jetzt da zu sehen ist. Ich habe den Ring drumherum gemacht. Da hatte ich ja von den Lüsterklemmen so diese zersägten Teile mit dran gemacht und das so fixiert und hatte festgestellt, dass wenn ich die Weichen gestellt habe, ab und zu die Motoren, die Konrad-Motoren so geschnarrt haben und eben nicht so richtig in die Endstellung reingefahren sind. Sicherlich hätte man da diese kleinen Stelldrähtchen, die ich da verstellbar gemacht habe, alle irgendwo einrichten können oder einstellen können in stundenlanger Arbeit. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, pass auf, warum machst du das nicht verstellbar? Wer jetzt hier schon ein bisschen beim Video aufgepasst hat, wird das wahrscheinlich gesehen haben, was ich hier vorhabe. Und zwar habe ich mir jetzt hier so eine kleine, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, eine Dinger, das ich was ja gerade reinmache zwischen die Hölzerklemme hier, so kleine Umstell-, Umlenk-, Anlenk-, Hebel, Dingens. Auf jeden Fall habe ich die jetzt hier zwischen die beiden Hölzer, die ich da festgeklebt habe, die ich eben noch anprobiert habe. Und zwar kann ich damit diese Anlenkstange, die ich ja sowieso an zwei Stellen fixieren wollte, dass die sich nicht zu doll durchbiegen kann bei irgendwelchen Sachen, habe ich die dazwischen gebracht. Da, wo ich jetzt meine Finger drin habe, ist so ein kleiner Messingstab, Messingdrähtchen guckt da raus. Und da kann ich jetzt hier diese Umlenkhölzer praktisch befestigen und kann jetzt im Grunde genommen ganz einfach, wenn ich hier vorne an dem Holz hier unten jetzt, man sieht es gerade nicht, aber zumindest den oberen Teil mache ich immer mit drauf, die Einstellungen vornehmen hinten am Plattenrand. Ihr werdet ja wahrscheinlich wissen, dass ich da nicht hinkomme. Noch komme ich hin, aber wenn ich später mal ran muss, komme ich da halt nicht mehr ran. Und da könnte ich jetzt nicht mich da auf die Platte legen hier und dann die Lüsterklemmen da aufmachen und dann eben mal das Stäbchen wechseln oder einstellen, feinjustieren, das geht dann gar nicht mehr. Und deswegen habe ich mir jetzt die Variante einfallen lassen. Wir sehen, das funktioniert prächtig und damit kann ich eben den Anpressdruck bestimmen, den ich links und rechts sozusagen ausübe. Und hier habe ich jetzt noch so kleine Skalen dran geklebt, wo ich dann sozusagen das einstellen kann. Dann mache ich da eine rote Linie. Hier oben sieht man auch, dass ich oft diese kleinen Teile da noch so Bleikugeln drauf geklebt habe, dass die ein bisschen beschwert werden hinten dran. Ich glaube, das hat man jetzt gar nicht richtig gesehen. Ich habe sie eingerahmt. Wer gesehen hat, wird aufgepasst haben, wird es gesehen haben. Und ja, und damit kann ich das dann über die Skala sozusagen einstellen. Und dann kann ich das fein von vorne regeln und kann auch bei Bedarf das relativ einfach mit wenig Aufwand hinten von, also wenn ich mich jetzt unter die Anlage später mal so drunter bücken muss, wenn dann ja die Bahnhöfe da unten gebaut sind, oder der Bahnhof, nicht gleich im Plural, sondern im Singular, der Bahnhof unten gebaut wird, komme ich immer noch hin irgendwo und kann das dann, wenn ich die neue Stange da mal reingebracht habe oder wenn die Einstellung nicht stimmt, dann relativ einfach das verstellen, ja, aber die Skala vorne, wo ich da die kleinen Drähte gemacht habe, ich blende es nochmal ein, kann man das wunderbar hin und her bewegen und kann das entsprechend einstellen. Das war so eine Innovation, die ich dir eigentlich heute zeigen wollte, was ich da mir so Tolles wieder mal ausgedacht habe. Ja, wir Modellbauer, wir sind Bastler, das ist nun mal so. Und sowas bekommt man ja halt nicht fertig zu kaufen und sowas muss einfach irgendwo hingefriemelt werden. Und das habe ich damit gemacht. Hier im Hintergrund sieht man auch so ein kleines bisschen noch den Stab da und die Skala, die aufgeklebte. Und jetzt mache ich, wie wir gerade sehen, hier drüben löte ich jetzt die Weichenantriebe hier vorne an. Das habe ich jetzt einfach nur ein bisschen mit an die Aufnahme reingemacht. Das ist, glaube ich, fünffach beschleunigt jetzt hier, um ja das Video ein bisschen zu füllen, bin ich ganz ehrlich, weil das bringt überhaupt keine Punkte, nur über die Stäbe da zu zeigen. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt schon drei DigiKeys der 4018 hier angebracht. Das heißt, auch da geht es vorwärts und entsprechend dann auch
die Kabel hingelegt. Da musste ich alles nochmal verändern. Das ist übrigens die mittlere Ebene von meiner Modellbahn hier. Und da gibt es ja dann die obere und die untere noch, das kommt dazu. Später kommt dann der große Hauptbahnhof mal dazu. Das ist aber alles, wie gesagt, Zukunftsmusik. Oder ich weiß es nicht, vielleicht mache ich es auch zeitiger. Ich weiß gar nicht, was ich will. Irgendwie habe ich das Gefühl. Und ja, jetzt ist hier noch mal ganz kurz, die nächsten Antriebe werden praktisch hier hinten. Das ist ja die Stelle, die ich damals auch gezeigt hatte, wo ich da die Hölzer alle unten gebaut habe, die Antriebe nach unten gelegt habe. Das wird jetzt der nächste Schritt sein. Das heißt, hier kommen jetzt genau die gleichen Antriebe mit dem Verstellmechanismus etc. Kommt alles hier hinten hin. Das ist übrigens noch ein Platinchen, was ich auch nach vorne mitlegen muss. Deswegen hängt das hier unten noch rum. Das sind ja die Kehrschleifenmodule. Hier sehen wir jetzt die Antriebe von Konrad. Kennt ja wahrscheinlich auch jeder von euch. Aber wer es nicht kennt, sieht sie gleich mal hier. Deswegen habe ich es mit aufgenommen. Und ja, das ist eigentlich schon fast alles heute. Ich wollte es einfach nur mal zeigen, was ich mir wieder so ausgedacht habe, um mir späteren Service an der Platte zu erleichtern. Ja, mehr war es eigentlich gar nicht. Hier sehen wir jetzt die ganzen Kabel, die ich neu reinlege. Das ist eine tierische Arbeit. Hier sitze ich natürlich wieder mal ewig dran und löte und mache und schrumpfe Schläuche drüber und was weiß ich nicht alles. Aber das ist eine Arbeit, die halt gemacht werden muss. Hilft alles nichts. Und irgendwo macht es ja auch Spaß, wenn ich ehrlich bin. Jo, das war es eigentlich schon wieder mal für das kurze Videofilmchen jetzt hier. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du wieder reingeschaut hast. Nächste Woche geht es mit Sicherheit weiter. Und wenn du noch kein Abonnent bist, mach's doch gerne. Ich freue mich drüber. Und einen Daumen nach oben auch mal ganz nett, ne? Mach's schön gut, dein Aquapainter. Tschüss.